Ja, ich glaube, ich schmeiße die Superkonduktoren, die ich habe. Ich hatte gerade, glaube ich, welche hier auch wegsortiert. Die tue ich dann in die Forschungslabore rein und dann forschen wir bald mal die MK3-Applikatoren. Da, her damit. Achso, Magnete kommen hier gar nicht mehr an. Aber was? Du... 25. Nicht ganz 25. So. Und hör bitte auf, die Magnete da rein zu tun. Sondern leg sie wieder auf das Fließband. Damit sie von den Dingern hier weggenommen werden können. Genau. Du machst immer noch die Platten, aber dafür brauchen wir, glaube ich, keine zwei Stück mehr. Das heißt, den Furnace klaue ich mir mal für oben. Ja. Und dich lassen wir wieder laufen. Magnete kommen jetzt auch wieder nach da, ne? Genau, Magnete kommen nach oben, laufen hier lang. Es werden wieder Superkonduktor hergestellt. Für die Forschung gleich. Und wir haben noch nicht genug. Okay, da muss ich einfach noch warten. Stein ist da, okay. Bau. Ich habe nur 12 Roboter gebaut in der ganzen Zeit. Ugh. Okay, bau. Oh, bau mal so eine tolle Robokiste. Und dafür bräuchten wir Alu. Wofür ich wieder Bauxit bräuchte. Wofür ich wieder raus müsste. Nee. Will nicht vor die Tür gehen. Will in meiner Höhle bleiben. Ah, es geht nicht anders. Es läuft doch mit Kohle. Ach ja. Übrigens, wir werden regelmäßig angegriffen. Aber ich habe das die ganze Zeit gar nicht mitbekommen. Es blinkt immer nur hier kurz auf, da wird irgendwas totgeschossen und das war's. Also es ist nicht so, dass unsere Türme jetzt noch angegriffen werden. Vorher haben wir sogar teilweise ein, zwei Lasertürme verloren, aber jetzt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung warum. Also ja, weil die Türme hier stärker sind und weiter schießen und so weiter. Aber wir werden ja auch von da angegriffen und da sind noch keine von denen. Wenn ich mich recht erinnere. So, Kohle zwischendurch immer wieder runterbringen. Dum, dum. Flop. Jo, mal eben 5000 Kohle oder so aufgehoben. Schön, schön. Und es sieht schon langsam heimelig aus mit den ganzen fliegenden Robotern. Auch wenn es irgendwie nur 50 oder 60 Stück sind. Aber bald sind es 500 und dann 800 und dann sind es genug. So. Fuel Blocks 613. Das ist schon viel besser. Vor kurzem hatten wir noch 400 noch was drumherum. Okay. Dann... Ja, ich werde raus müssen. Meh. Vorher teste ich aber nochmal das Ding da. Diese Robo-Chest. Was die denn jetzt genau macht. Aber wenn ich die jetzt habe ich hier hinsetze, erweitert sie nicht das Einzugsgebiet. Sie hat ganz viel Platz für Roboter. Und sie kann theoretisch Roboter aufladen. Genau. Robot Recharge Rate einmal 500 kW. Ja. Es kommt nur keiner, um sich aufzuladen. Bin mir echt da nicht ganz sicher, was das Ding soll. Ah, doch. Ja, kann einfach rüberfliegen und sich aufladen. Ha, was genau? Wir haben jetzt hier so einen Logistic Zone Expander. Und Charging Points. Ich nehme mal die Charging Points und gucke, ob ich die einfach so draufsetzen kann vielleicht. Das wäre interessant. Bist du da? Jag? Achso, ich habe jetzt die Kiste abgerissen und nur die Charging-Dinger dahin gesetzt.
hat jetzt 4x250 Aufladedinger. Das ist wirklich praktisch. Weil vorher mussten wir die ganzen Roboports drumherum setzen. Jetzt baut man einfach so ein Teil hier auf dem Boden. Wobei jetzt nicht unbedingt direkt hier, oder? Naja, schaden tut's nicht. Füllt ihr euch langsam? Ja, aber sehr langsam. Weil 200 jeweils erstmal herzustellen, dauert eine Weile. Aber das ist okay. Blaue Tränke kommen gar nicht, weil weiße Chips und Batterien nicht ordentlich angeliefert werden. Das ist schade. Aber wir haben wenigstens alle Subkomponenten auf Cap in unseren Bitschenkisten. Ja, das ist gut. Holz. Ja, Holz ist ein Problem. Okay. Dann nehmen wir mal hier Tree Farm. Ich brauche auch weiße Chips. Ist alles so teuer geworden. Geh mal hier irgendwo rein. Du, gib mir all deine weißen Chips. Ich habe keinen Nerv mehr drauf, immer damit rumzufriemeln. So, und ich bräuchte diese Dinger da eigentlich. Mach die mal schneller. Was? Oh nee. Kann ich nicht upgraden, weil das Ding ist noch ein altes Vorpatch-Ding und das würde alles kaputt machen. Kann ich die von Hand bauen? Diese komischen weißen Grizzle-Dinger? Nö. Mist. Aber ich brauchte sie ja nur in dem einen Rezept, weil es eine Unterkomponente war. Die weißen Chips sollten eigentlich auch völlig okay sein. Das heißt, ich gehe jetzt Dingens holen. Bauxit? Ja, Bauxit, glaube ich, war's. Und das mache ich dann wieder in 1000% Geschwindigkeit, dann dauert es auch nicht lang. Und das war Gold. Das da oben war Bauxit, ne? Noch mehr Gold. Tungsten. Da ist Bauxit. Okay, hoffen wir, dass wir nicht angegriffen werden. Du. Speed. Wow, ja, ja. Out. So. Also wir wurden nicht angegriffen, aber wir wurden da angegriffen. Also die Basis. Aber das war nichts. Das war nur ein Standardangriff. Unicom-Zeug. Ach, weißt du was, wo wir gerade hier sind? Bauen wir ein bisschen was von dem Unicom-Zeug ab. Den können wir mit Yoki noch ein bisschen rumspielen. Da. Naja, das ist wieder was anderes. Genau, die Sachen hier. Wozu sind die Kisten da? Sind die echt nur dazu da, um da Roboter reinzuschmeißen? Weil sie haben echt sehr viel Platz für Roboter drin. Weiß nicht. Na gut, das Boxi sollte möglichst schnell nach unten. Kurz mal prüfen, ob alle Roboter am Fliegen sind. Alles noch Eisenkisten. Das ist alles so oldschool. Hier, ja, alle Roboter am Fliegen. Alle 56 Stück. Dahin. Bitteschön. Achso, du brauchst doch das Sodiumhydroxid. Da. So, du stellst die Platten her, die Platten kommen da, die Platten kommen da rum und du würdest es theoretisch da reinlegen, aber du arbeitest nicht mehr. Auch wenn du noch einen Roboter drin hattest. Genau. Die arbeiten nicht mehr, aber was sie alles im Inventar herstellen wollten, wegen dem Construction-Bonus. Das heißt, zack. Komm schon, Bonus, 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 Bonus. Kein einziger Bonus-Ding. So, jetzt sind wir bei 65 oder so. Her damit. Nicht ernsthaft. Kein einziger Construction-Bonus. Können wir doch alle mal. Gib her. Aha, nee. Das ist ein Talentteil gewesen, kein Roboter. Rommelgrumpf. So, 64 Roboter. 74 Roboter.
Schön, 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 schön. Ja, also alle wird da weitergemacht. Das ist okay. Ich kann jetzt also zwischendurch immer mal wieder neue Roboter bauen, um das Ganze weiter zu befüllen, damit alles schneller läuft. Forschung steht schon seit einer ganzen Weile still, aber das ist halt so. Dann sollte ich mich jetzt wieder weiter darauf konzentrieren, dass wir mehr Eisen und Kupfer haben, richtig? Und dafür brauchen wir schnellere Fließbänder. Damit das hier schneller nach da geliefert werden kann und hier schneller einsortiert. Uff. Wobei ich eigentlich schon langsam ganz gerne keine intelligenten Ärmchen mehr nutzen würde, sondern einfach alles in irgendeine Kiste schmeißen mit ganz schnellen Ärmchen. Oh, na gut. Na, stockt trotzdem immer noch alles. Weil die Ärmchen hinterherkommen. Okay, machen wir so, so. Oh, das ist ein Problem. Schiff rechts, Schiff links. Und ich guck mal ganz, ob wir inzwischen nicht die schnellen, intelligenten Ärmchen haben. Achso, die wären, wenn hier, ne? Fast Far Hand, Fast Long Hand, Fast Near Hand, Long Hand Burner und Smart. Aber kein Smart. Very Fast. Unter was seid ihr jetzt schon wieder gewesen? Nee, nicht hier. Da. Smart, Very Fast Inserter. Doch, oh, ah. Achso, blaue Chips. Ja, du mich auch. Aber warum sind die nicht hier? Smart Very Fast Inserter, ja. Bräuchte erstmal Very Fast. Den wir noch nicht bauen können, weil wir noch keinen Grün haben. Das ist doof. Oh, na gut. Du. Da. Da. Der da hinten macht gar nichts, weil kein Kupfer da hinten ankommt. Das heißt, du machst jetzt bitte auch mal Eisen. So, dann geht das hier hoffentlich ein bisschen schneller. Und du da hinten nimmst einfach alles. Okay. Stockt schon mal nicht mehr. Also ja, es stockt noch, aber das ist ein anderes Problem. Bau bitte die halben. Die tierisch viele Chips fressen, ja. Und mach ein paar von denen da zum halben. Sonst ist hier alles okay. Jo. Weil es kommt immer noch nicht genug Erz hier hinten an bei denen. Hm, halbe? Halbe, halbe. Du bist schon? Du bist schon. So. Das heißt, das sollte vorerst wieder ein bisschen funktionieren. Und wir sollten genug Eisen und Kupfer haben. Strom ist immer noch absolut okay. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht trotzdem zwischendurch mal ein bisschen was davon bauen könnte. Wow. Braune Chips. Ich brauche braune Chips. Warum, 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 warum? Weil kein Holz. Da. Bau. Eine Holzfarm, bitte. Irgendwo hier. Und dann brauchen wir wieder eine Fabrik, die dann wieder das da macht, was das da macht. Roten Draht. Das. Warum ist es in einer blauen Kiste? Achso, weil es ja von Robotern gemacht wird. Ist okay und doof. So. Nein, natürlich. Nein, 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 nein. Du hättest gerne nur 50. So. Okay. Wo bist du? Da bist du. Und wir brauchen... Ja, wir brauchen definitiv ein größeres Feld hierfür. Das heißt, ich mach mal so. Mach das ein kleiner.
Nö. Ich mache das so, wie es jetzt ist. Okay. Und du hättest gerne eine Fabrik. Es muss keine Hightech-Fabrik sein. Kann doch sowas Lahmes sein. Eine Fabrik hier. Die befüllt dich mit Germlings. So. Und du wirst befüllt mit Holz von einer... Wow, wenn wir eine gelbe Kiste hinhauen, müsste es doch auch gehen, oder? Ich mache jetzt eine gelbe Kiste hier hin. Und die befüllt dich. Und wir müssen nur sicherstellen, dass da mal Holz drin landet. So, und ich bräuchte aber erstmal Holz. Hau mal Baum weg. So, und die wurden jetzt irgendwo gepflanzt. Das ist echt ein Problem. Weil alles Holz, was jetzt gerade hier abgebaut wird in dieser Farm, landet sofort in der Kiste. Und wird dann abtransportiert. Also ich müsste jetzt losgehen und Holz hacken? Das ist kein sehr motivierender Gedanke. Haben wir nicht irgendwo noch Holz rumliegen? Ganz bestimmt, oder? Die Holzkiste da hinten ist leer. Und hier wird das Holz irgendwo repliziert und nicht wirklich hergestellt. Ich sehe Bäume. Gut. Ja, damit. Kriegen sogar gleich einen Mining-Bonus. Und dass ich mich mal freuen würde, Bäume zu sehen, ist auch so eine Sache. Ah, gut. So, die kommen jetzt alle mit. Dann schmeißen wir sie oben in die Farm, dass sie aus Germlings hergestellt werden können. Und dann müsste das mit dem Holz erstmal eine Weile gedeckt sein. Wie viel Holz haben wir? 71 reicht nicht für die Farm. Die ist groß. Wir haben einen Farming-Bonus bekommen und einen General-Bonus. Und andauernd ähnliche Cursed-Parts. Weil wir halt selber was machen. Dadurch kriegt man halt wesentlich mehr Erfahrung und so. Also eigentlich nur durch selber machen, richtig? Ich glaube schon. So. Wo ist es? Da ist es. 166 Holz, das zu Germlings verarbeitet werden kann. Was ich auf dem Weg dahin eigentlich schon mal... Nicht Coral Seeds. Germlings. Gut. Germlings. Holz. So. Wo seid ihr überhaupt? Ich sehe die gar nicht. Ah, da oben fängt's an. Okay. Stopp. Nimm Holz, tu Holz hier rein. Wird das Ding sich auch sicher... Ja, das Holz wird jetzt nämlich geklaut. Das ist nicht gut. So war das nämlich genau nicht gedacht. Okay, also die Fabrik hier, also die Farm muss einfach mehr Holz produzieren, als verbraucht wird. Um sicherzustellen, dass es auch für sich immer genug Holz hat, um nachpflanzen zu können. Das wird nicht hinhauen. Das kann ich jetzt schon sagen. Gut. Müssen wir im Auge behalten.